Jetzt geht es hier aber erst einmal um die Aktuelle Stunde, denn über den Kandidaten kann noch nicht abgestimmt werden, weil gleichzeitig noch eine andere namentliche Abstimmung stattfindet. Das zu Ihrer Erklärung. Nun geht es hier um eine Aktuelle Stunde, die die Unionsfraktion verlangt hat, mit dem Titel Das Schweigen des Bundeskanzlers zum Deutschlandpakt zum Stopp der irregulären Migration. Erster Redner ist Alexander Dobrindt. Erklärt hat, dass sie bereit ist, die Herausforderung der Migrationskrise gemeinsam mit der Bundesregierung zu lösen. Aber wir haben auch den Tag 22, an dem von dem Bundeskanzler nichts mehr über den Deutschlandpakt zu hören war. Keine Initiative, kein Gesetz, keine Gespräche. Dem großen Wort folgt das große Schweigen. Das ist kein Deutschlandpakt, das ist ein Deutschlanddebakel, was Sie hier aufhören, meine Damen und Herren. Das, was wir gestern hier an Lebenszeichen des Bundeskanzlers zur Kenntnis genommen haben, das hat sich nicht an CDU und CSU gerichtet. Das hat sich ausschließlich an die Ampel, das hat sich ausschließlich an Frau Faeser und Frau Baerbock gerichtet. Und das ist geradezu der Beleg der Geisterfahrt von Faeser und Baerbock bei der Flüchtlingskrise. Es ist der Beleg, dass sie die Öffentlichkeit und das Plenum hier hinter die Fichte geführt haben. Darum geht es doch bei diesem Machtwort. Frau Faeser hat letzte Woche an dieser Stelle gesagt, dass sie diese Krisenverordnung in Europa nicht blockieren würde. Sie hat, als ich ihr das vorgeworfen habe, hier sitzend den Kopf darüber geschüttelt. Jetzt ist offensichtlich geworden und schwarz auf weiß vorhanden, dass sie mit einer Geheimanordnung an den Botschafter bei der EU dieser Krisenverordnung nicht zustimmen wollte. Das ist die Realität hier. Das nenne ich schlichtweg eine Täuschung des Parlaments, Frau Faeser und Frau Baerbock. Frau Faeser und Frau Baerbock, Sie sind nicht Teil der Lösung in Europa, Sie sind schlichtweg Teil des Problems. Und deswegen musste der Kanzler einschreiten. Dieses Machtwort ist nicht anderes als der Ausdruck des Misstrauens der Kanzler gegenüber diesen beiden Ministerinnen. Und nicht nur hier versuchen Sie, Öffentlichkeit und Parlament zu täuschen. Wir fordern Sie seit Monaten inzwischen auf, Grenzkontrollen zu Polen und zu Tschechien einzuführen, so wie sie zu Österreich bereits bestehen. Frau Faeser hat vor kurzem noch erklärt, dass diese Forderung aus der Union der Ausdruck von Hilflosigkeit und reine Symbolpolitik sei. Letzte Woche hat sie hier noch erklärt, die Schleierverhandlung ist erfolgreicher als Grenzkontrollen. Und dann am Freitagnachmittag spricht Frau Faeser in einem Interview auf einmal, dass sie Grenzkontrollen einführen will. Jetzt könnte man zu dem Gedanken kommen, dass vielleicht hier die Vernunft eingekehrt ist. Aber nein, es ist wieder ein Täuschungsversuch. Sie wollen keine Grenzkontrollen, Sie wollen keine Anmeldung in Brüssel, Sie wollen keine Notifizierung in Brüssel. Es ist ein Spitzenbeamter aus dem Bundesinnenministerium, der in der Bild-Zeitung gesagt hat, das sind keine stationären Kontrollen, das ist nur Schleierverhandlung. Die Menschen werden getäuscht. Das ist die Analyse aus dem eigenen Innenministerium. Und warum macht diese Notifizierung einen Unterschied? Die Polizeigewerkschaft hat es gestern in einem Brief an den Bundeskanzler auf den Punkt gebracht. Nur mit Notifizierung ist die Bundespolizei legitimiert, Grenzkontrollen durchzuführen. Sie streuen den Menschen schlichtweg Sand in die Augen. Sie täuschen an dieser Stelle die Öffentlichkeit. Sie wollen am Schluss keine Grenzkontrollen, weil sie wissen, mit Notifizierung wird es Zurückweisungen an den Grenzen geben. Und Sie wollen schlichtweg keine Zurückweisungen. Darum geht es.
Sie wollen die illegale Migration an dieser Stelle nicht stoppen. Das ist Ihr Problem. Und deswegen sage ich Ihnen auch noch mal und rufe in Erinnerung, was der Bundespräsident Joachim Gauck in einem Interview vor Kurzem gesagt hat. Er hat betont, wer demokratische Mehrheiten erhalten will, muss das Migrationsproblem lösen. Ich kann Ihnen sagen, hören Sie auf, dieses Problem weiterhin zu verlängern. Hören Sie auf, müssen zum Ende kommen, bitte. Nehmen Sie an, dass es demokratische Mehrheiten in diesem Haus gibt. Und wenn Sie mit den Grünen nicht bestehen, wir stehen zur Verfügung für diese demokratischen Mehrheiten. Verabschieden Sie sich von den Grünen an der Stelle. Alexander Dobrindt hat hier diese Aktuelle Stunde eröffnet, bekommt viel Applaus aus den Reihen der Unionsfraktion, die sehr zahlreich hier ist, wie aber auch die anderen Fraktionen, denn gleichzeitig findet ja eine namentliche Abstimmung statt. Die draußen versuchen, für Ordnung zu sorgen, bitten darum, dass wir beides parallel machen, nämlich sowohl die namentliche Abstimmung als auch die Wahlen, da das eine mit Karten und das andere mit Zetteln möglich ist, wird auch kein Durcheinander zustande kommen. Deswegen komme ich jetzt formal auch zurück zu den Wahlen auf Tagesordnungspunkt 11 und 12. Die Schriftführerinnen und Schriftführer haben ihre Plätze bereits eingenommen. Also und hier geht es um einen Antrag der AfD-Fraktion, der eben noch diskutiert würde. Auch dort geht es um Migration und eben um zwei Wahlen. Die AfD-Fraktion schlägt einmal Hannes Gnauk als Vizepräsident des Deutschen Bundestags vor und dann möchte sie ihren Abgeordneten Gerion Bollmann in das parlamentarische Kontrollgremium wählen lassen. Ursprünglich war, wie gesagt, geplant, dass diese Wahlen erst nach der namentlichen Abstimmung stattfinden, aber das ist jetzt doch gleichzeitig möglich. Und wir sehen auch schon die nächste Rednerin dann hier in dieser Aktuellen Stunde. Das ist Daniela Behrens. Sie ist die Innenministerin von Niedersachsen. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Ich finde, das Thema Migration und das, was wir gerade erleben in Deutschland und auch in Niedersachsen, bedeutet, dass wir sehr sachlich und sehr ruhig und sehr lösungsorientiert diskutieren. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich als Vertreterin eines großen Flächenlandes Niedersachsen hier ein bisschen berichten kann, wie die Situation zum Fluchtgeschehen gerade in Niedersachsen sich darstellt. Wir erleben ein sehr dynamisches Fluchtgeschehen. Allein bei uns in Niedersachsen haben sich seit Mitte Juli 2023 die Zugangszahlen von etwa 500 bis 600 Zugängen pro Woche auf derzeit über 1.300 Menschen verdoppelt. Wir bekommen jede Woche derzeit über 1.500, 1.600 Menschen nach Niedersachsen in die Erstaufnahmeeinrichtung. Und wenn ich mir die Prognosen in dieser Woche anschaue, dann werden wir am Ende des Jahres über 30.000 neue Geflüchtete in Niedersachsen aufgenommen haben. Und wenn ich mir die Daten aus dem letzten Jahr um diese Zeit angucke, dann haben wir schon jetzt 6.000 Menschen mehr aufgenommen als letztes Jahr um diese Zeit. Und das zeigt, welche Dynamik wir gerade auch dort erleben. Und in der öffentlichen Debatte diskutieren wir oft über die einzelnen Jahresscheiben. Und ich finde, das ist eine sehr kurze gesprungene Debatte. Und daher würde ich noch mal gerne darauf hinweisen, was passiert ist in den letzten Jahren und was vielleicht der Grund ist, warum wir in den Ländern, aber auch vor allen Dingen in den Kommunen derzeit das Gefühl haben der Überlastung und auch der Überforderung. Insgesamt leben aktuell in Niedersachsen über 260.000 Geflüchtete. 2015 waren das 50.000. Und daran kann man sehen, was in den letzten Jahren passiert ist und wie diese Entwicklung sich auch gezeigt hat. Und das liegt daran, dass wir natürlich vielen Menschen, die in Not sind und die Zuflucht bei uns sagen, aufgenommen haben. Das zeigt aber auch, warum die Kommunen langsam an die Grenzen kommen ihrer Aufnahme und Leistungsfähigkeit. Und wenn ich in Niedersachsen unterwegs bin, dann sagen mir sehr anständige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, wir kriegen es nicht immer mehr gut hin und wir müssen uns was einfallen lassen. Und ich glaube, dass man diese Signale ernst nehmen muss. In der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen werden die bei uns angekommenen Menschen registriert, untersucht, gut untergebracht und schließlich irgendwann auf die Kommunen verteilt.
Und ich kann Ihnen sagen, dass die Entwicklung der vergangenen Wochen, Monate uns wirklich sehr fordert. Wir haben derzeit alle regulären Unterbringungsmöglichkeiten in Niedersachsen nahezu ausgeschöpft. Wir haben die Belegung von Unterkunftszimmern in Hallen und Schulungsräumen in den Standorten unserer Landesaufnahmeeinrichtung proppevoll. Wir sind dabei, jeden Quadratmeter auszunutzen. Und das ist, finde ich, nicht einfach, weil es geht nicht um Waren und Container, sondern es geht um Menschen, die zu uns kommen, die wir vernünftig wollen, unterbringen wollen. Aber es ist gerade eine große Herausforderung. Wir stellen Zelte auf, winterfeste Zelte. Wir richten uns darauf ein, dass die nächsten Wochen noch an Dynamik zunehmen, weil eigentlich liegen die starken Wochen des Zufluchts noch vor uns. Und daher, glaube ich, wird das ein sehr, sehr schwieriger Herbst und sehr schwieriger Winter. Die Belange der Geflüchteten können wir derzeit nur bedingt wahrnehmen, indem wir Obdachlosigkeit vermeiden. Aber von Integration oder darüber hinaus kann man, glaube ich, in diesen Tagen nicht mehr sprechen. Und das, was wir auch unseren Beschäftigten in der Landesaufnahmeeinrichtung zumuten, ist genauso schwierig wie die Bedingungen, die wir den Geflüchteten zumuten. Wir bauen unsere Standorte aus in Niedersachsen. Das werden wir weiterhin tun. Denn unsere Pflicht ist es, dass wir den Städten und Gemeinden in Niedersachsen, so verstehen wir unsere Aufgabe, möglichst viel Zeit geben in der Vorbereitung, dass man sich auf die Geflüchteten, die ja zur Integration in den Städten und Gemeinden weiter verteilt werden. Wir sind im ständigen Austausch mit unseren Kommunen, aber wir melden halt auch eine starke Belastung. Immer vor Ort wird es schwieriger, geeigneten Wohnraum zu finden. Es wird schwieriger, auch diesen Wohnraum zu finanzieren. Es wird schwieriger, Integrations- und Sprachkurse anzubieten. Und das ist alles eine große Herausforderung. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was passiert in der nächsten Woche, dann werde ich den Städten und den Gemeinden eine neue Verteilquote auch zumuten müssen, damit wir alle sehr gut unterbringen. Und daher, meine Damen und Herren, glaube ich, braucht es ein Zeichen der Wahrnehmung dieser Überlastung in den Kommunen. Und es braucht auch ein Zeichen einer fairen Kostenerteilung. Und damit Sie mich nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, dass wir Geflüchtete nicht mehr aufnehmen wollen und können. Es geht darum, dass wir die Städte und die Gemeinden in die Lage versetzen, dass sie das tun. Die Menschen, die zu uns kommen, sind in großer Not und brauchen unsere Hilfe, und das wollen wir auch tun, aber wir kommen an die Belastung. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass die Bundesregierung Signale ausgesendet hat an die Länder, dass wir auch über eine faire Kostenverteilung hinsichtlich der Kommunen neu nachdenken können. Ich glaube, das ist ein wichtiges Zeichen, und das ist gut. Aber, meine Damen und Herren, es braucht halt auch Ressourcen für Migration und Integration. Es braucht Wohnungen, es braucht Sprachkurse, es braucht Integrationskurse und es braucht Kurse für die Aufnahme in den Arbeitsmarkt. Und all das ist in einer Perspektive schwer zu denken, wo wir jedes Jahr diese Anzahl von Geflüchteten hinzubekommen. Und daher, glaube ich, müssen wir uns mehr darauf konzentrieren, dass wir das, was wir eigentlich innerhalb von Europa miteinander vereinbart haben, nämlich ein europäisches, solidarisches Verteilsystem der Geflüchteten, dass wir uns dem Thema mehr nähern, damit wir uns auch der Sache auch gut verwenden können. Ich kann Ihnen sagen, dass wir aus Niedersachsen nicht der Meinung sind, dass wir dieses System gerade haben. Wir haben vor allen Dingen in Osteuropa viele Mitgliedstaaten der EU, die sich nicht der Aufgabe der Annahme von Geflüchteten wahrnehmen. Wir erleben es, dass die EU-Mitgliedstaaten nur als Rolle der Zwischenstation sich wahrnehmen, dass sie Asylbewerberinnen und Asylbewerber nur weiterverteilen, und der Großteil kommt halt in der Bundesrepublik Deutschland an. Und eine solidarische Verteilung der Geflüchteten auf alle Mitgliedstaaten der EU ist dringend geboten. Denn wenn Sie sich die Gesamtsumme der Geflüchteten, die nach Europa kommen, anschauen, ist das keine große Zahl, die ein starkes Europa nicht verkraften könnte. Aber die schlechte Verteilung innerhalb der Europäischen Union, das ist das Problem. Und deswegen brauchen wir an den EU-Außengrenzen faire rechtsstaatliche Verfahren, in denen über einen Teil der Schutzgesuche schnell und konsequent entschieden wird. Und auch in den Fällen, wo die Anerkennung eher gering von der Chancen ist, auch eine Konsequenz erfolgt. Aber, meine Damen und Herren, zum Recht auf Asyl gehört halt auch das Thema
dass es, wenn es in einem rechtsstaatlichen Verfahren eine Entscheidung gibt, dass das Asyl nicht gewährt werden kann, dass man das Land wieder verlässt. Und daher setzen wir in Niedersachsen auf freiwillige Rückführungen. Und wir setzen darauf, dass wir die, die nicht freiwillig gehen wollen, auch natürlich wieder zurückführen. Aber das ist nicht die Masse der Menschen, meine Damen und Herren. Wir haben eine hohe Schutzquote der Asylsuchenden, die zu uns kommen. Und daher ist die Debatte über Rückführung eher ein Thema, glaube ich, für die Medien, aber nichts, was uns in der Versorgung von Menschen hilft. Ich hoffe daher sehr, dass wir die Ziele der Bundesregierung erreichen, dass wir Rückführungsabkommen auch abschließen können. Wir haben einen Beauftragten dafür in der Bundesregierung. Das ist sehr gut. Und ich hoffe, dass die Aktivitäten zum Thema Rückführungsabkommen auch zur Realität geführt werden können. Denn das würde uns sicherlich helfen, die Menschen in dem Fall auch wieder zurückzubringen. Aber, und deswegen, ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren, lassen Sie uns dafür werben. Und dafür würde ich den Bundestag gerne gewinnen, dass wir das europäische Asylsystem zum Laufen bekommen, dass es wieder funktioniert, dass es die Verteilung innerhalb der 27 Mitgliedstaaten vernünftig funktioniert, damit wir das Asylrecht nicht beschädigen. Wenn es so weitergeht wie jetzt, werden wir erstens das Asylrecht beschädigen und zweitens werden wir die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und auch in Niedersachsen verlieren bei der Aufnahme von geflüchteten Menschen. Denn das ist das Thema. Und ich finde, da muss man gar nicht auf der rechten Seite schreien. Man darf sagen, in Deutschland, dass man sich überlastet und überführt fühlt, ohne dass man populistisch ist. Sie orientieren sich eher am Thema Hass und Hetze. Wir orientieren uns nicht an Hass und Hetze, sondern an Mitmenschlichkeit. Und das müssen wir auch den Geflüchteten gegenüberbringen. Und das schaffen wir über ein vernünftiges europäisches Asylsystem, was wir derzeit aber nicht haben. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Ministerin. Daniela Behrens, Innenministerin von Niedersachsen, war das. Sie hat es zum Schluss noch mal angesprochen. Die Europäische Union, sie beschäftigt sich auch heute mit einer geplanten Asylreform, beziehungsweise die Innenminister der Mitgliedstaaten. Starten. Ich muss zunächst die namentliche Abstimmung schließen. Ich frage letztmalig und einmalig, gibt es noch jemanden im Raum, der an der namentlichen Abstimmung noch nicht teilgenommen hat? Ja, und da sehen wir unter anderem Friedrich Merz noch schnell eilen in die Westlobby, wo die Abstimmung stattfindet. Da sind also doch noch allerdings einige Abgeordnete, die jetzt noch hier direkt vor dem Plenarsaal ihre Stimmkarten abgeben wollen. Dann geht es hier aber gleich weiter in der Debatte. Gottfried Curio wurde schon von Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki aufgerufen. Gottfried Curio ist innenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion. So, noch einmal die Frage. Gibt es noch jemanden im Saal? Und gerade abgestimmt wird ja auch über einen Antrag der AfD-Fraktion, der hier vorher noch debattiert wurde. Okay. Dann schließe ich die namentliche Abstimmung, um mit den Schriftführerinnen und Schriftführern mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis wird Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. So, Entschuldigung, Herr Kollege Curio, nun sind Sie an der Reihe. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, vor einem halben Jahr forderten Kommunalpolitiker in einem Brandbrief an den Kanzler ein Umsteuern bei der Migration. Über alle Parteigrenzen hinweg, vereint in ihrem Hilfeschrei, Zustrom begrenzen, Kapazitäten erschöpft. Was ist seitdem passiert? Nichts oder besser viel Negatives. Noch mehr Zuwanderung, finanzielle Hilfen für Länder und Kommunen sollen halbiert werden. Der Brandbrief könnte heute wieder genauso rausgehen, nur noch mit noch dringlicheren Worten. Aber Scholz liefert nicht, meine Damen und Herren. Schade, dass der Kanzler nicht selbst hier ist, um Stellung zu beziehen. Hätte er doch hier immerhin mehr Zuhörer als vor der UN-Vollversammlung bei seiner Rede vor einer Woche. Aber Scholz macht sich unsichtbar, schiebt seine Innenministerin vor. Er taucht im Kanzleramt ab als ein dort bald Ausreisepflichtiger, dem nach Umfragenlage demnächst von dort die Abschiebung droht, meine Damen und Herren. Seine Innenministerin muss ihm als publizistischer Kugelfang dienen. Solange er sich nicht regt, rauscht sie halt bei INSA ins Bodenlose, ist die unbeliebteste Ministerin. Dabei macht sie natürlich nichts, was Scholz nicht gutheißt. Er spielt die wandelnde Gedächtnislücke, tut so, als habe er vergessen, dass er Richtlinienkompetenz hat, in der Hoffnung, der Wähler sagt sich bei all den explodierenden Missständen, wenn das der Kanzler wüsste.
In Wahrheit ist er die ganze Zeit für alles verantwortlich, hauptverantwortlich, meine Damen und Herren. Zur CDU. Die Punkte Ihres Antrags sind von AfD-Forderungen abkopiert. Als die Union regierte, haben Sie diese Punkte nicht interessiert. Jetzt werden Sie recycelt, um ein bisschen Opposition zu spielen. Hätten Sie selber im Amt nur die Hälfte davon umgesetzt, sähe es doch heute hierzulande ganz anders aus. Und mit wem soll das dann noch mal umgesetzt werden? Mit Rot oder Grün angeblich, gegen die man jetzt zu kämpfen vorgibt. Es geht gar nicht um Umsetzung der Forderungen. Es geht um Wählertäuschung, meine Damen und Herren. Faeser und Scholz suggerieren, nur die europäische Lösung bringt's. Und boykottieren sie die längste Zeit. Eine interne Weisung von Faeser lautet, den Migrationshürden nicht zuzustimmen. Und das tat sie in Absprache mit dem Kanzler. Aber wenn das U-Boot Scholz dann mal wirklich kurzfristig auftauchen muss, um ein bisschen Populismus zu tanken, es gäbe einen Appell des Kanzlers, bei den Verhandlungen voranzukommen, dann ist klar, nur die massiven AfD-Umfrageerfolge haben dem Kanzler zähneknirschend einige Beweglichkeit abgerungen, meine Damen und Herren. Nicht überraschend ist doch die Ampel von einer sachbezogenen Problemlösung meilenweit entfernt. Mitnichten will man sich zur Abwehr der europäischen Binnenmigration für die effektive Untersagung von Mehrfachasylanträgen einsetzen. Mitnichten will man endlich die weithin üblichen Heimatreisen der Asylbewerber zum Anlass des Wegfalls des Schutztitels nehmen, von wegen Gefährdung im Heimatland. Mitnichten wird eine klare Wechselseitigkeit von europäischen Binnenüberstellungen zwingend verankert, besonders nötig bei Italien und Griechenland. Der Grund ist einfach. Diese Regierung ist gar nicht interessiert an einer Lösung der Migrationskrise. Sonst hätte man doch längst die sogar freiwilligen Aufnahmeprogramme eingestellt, durch die Zehntausende unnötigerweise noch zusätzlich kommen. Sonst würde nicht ein neuer Pull-Faktor nach dem anderen auf den Weg gebracht. Von Beibehalt von Geld statt Sachleistungen über Chancenaufenthalt für Aufenthaltsunberechtigte bis hin zum Spurwechsel in den Arbeitsmarkt als Lohn der Lüge für gar nicht schutzbedürftige Asylbewerber. Sonst würde nicht, wie durchgesickert, im Innenministerium ein ausgearbeiteter Plan bereitliegen für einen maximal ausgeweiteten Familiennachzug, bereitliegen für die Zeit nach der Hessenwahl, meine Damen und Herren. Deutschland bleibt der migrationspolitische Geisterfahrer. Italien beklagt zu Recht, dass die Schlepper-NGOs im Mittelmeer von Deutschland finanziert werden. Die Schlepperorganisation United for Rescue bekommt jedes Jahr Millionen Steuergeld von der Ampel hinterhergeworfen und wird organisiert vom Lebensgefährten von Frau Göring-Eckardt. Neuauflage des Vetternwirtschaftsministeriums, das sich der grüne Greichen-Clan zum Beute gemacht hat. Und wer bringt die Grünen in die hessische Regierung? Die hessische CDU. Jede Stimme für die CDU ist da eine Stimme für den Fortbestand der Grünen. Ein absolutes No-Go, meine Damen und Herren. Laut einer aktuellen INSA-Umfrage glaubt die große Mehrheit der Deutschen nicht, dass diese Regierung beim Thema Zuwanderung noch glaubwürdig ist. Mit solchen parteipolitischen Täuschungsmanövern aber vor den Wahlen, wie jetzt von Scholz, ist nichts gewonnen. Solange die Überflutung mit jungen Männern aus gegenkulturellen Gesellschaften, zu oft hier nicht integrationsfähig, nicht aufhört, ist das alles müßig. Und dort, wo Grüne, SPD und FDP einfach nur fluten wollen, will die Union lediglich die geordnete Flutung, die gesteuerte. Wie toll. Das braucht niemand, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, im Jahre 2002 wollte Scholz zur ideologischen Vereinnahmung der Schwächsten die Lufthoheit über die Kinderbetten erobern. Herr Kanzler, kümmern Sie sich lieber um die Hoheit über die Grenzen, denn die haben Sie schon lange verloren. Ich danke Ihnen. Gottfried Curio war das für die AfD. Und während die Abgeordneten des Bundestags hier über die Migration sprechen, haben sich anscheinend in Brüssel auch einige Innenminister geeinigt, den Weg für die europäische Asylreform freizumachen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat gesagt, sie wird im Namen der Bundesregierung der sogenannten Krisenverordnung zustimmen. Unter anderem geht es dort um Regeln, wenn mehrere Menschen nach Europa kommen und die Systeme doch so stark belasten. Die Innenministerin sprach von einem hervorragend ausgehandelten Kompromiss. Also wir dürften in den nächsten Stunden dort noch mehr dazu erfahren. Jetzt bleiben wir aber erst einmal in Berlin im Deutschen Bundestag. Konstantin von Notz spricht für die Grünen. Der jungen CDU-Sozialausschüsse engagieren. Die Autoren stellen dort fest, die Führungsspitze der CDU lasse sich, und ich zitiere, von populistischer Rhetorik und Agenda-Setting der neuen Rechten leiten,
in dem etwa klar besetzte Begriffe und Talking Points aus diesem Milieu für christdemokratische Politik übernommen werde und dadurch die Gefahr einer Normalisierung dieser verwerflichen Positionen besteht. Zitat Ende. Dieser Text, den ich zitiert habe, ist Wochen alt. Aber, meine Damen und Herren, er könnte nicht aktueller sein. Denn die Aussagen des Kollegen Merz, den ich gerade nicht sehe, aber eben war er noch da, die er gestern gemacht hat, sind objektiv falsch und menschlich niederträchtig, meine Damen und Herren. Ich bin ehrlich gesagt nicht bereit, sie auch nur andeutungsweise zu wiederholen, aber sie sind auf dem Niveau eines russischen Troll-Accounts und dem Fraktionsführer einer demokratischen Partei in diesem Hohen Hause unwürdig, meine Damen und Herren. Hören Sie endlich auf damit, Ihre unionsinternen Querelen, die Merz'sche Vendetta mit Angela Merkel und dem Jahr 2015 und die Richtungskämpfe in Ihrer Partei auf dem Rücken der oftmals in größter Not in unser Land gekommenen Leute auszutragen, meine Damen und Herren. Vor allem, und das ist eigentlich der Kernpunkt, Herr Kollege Oster, bei allen ernsten Herausforderungen, die wir haben, hilft uns sowas 0,0% weiter. Es ist destruktiv, diese Fake News, die Spaltung, der Populismus. Wir brauchen Wirksamkeit und Nachhaltigkeit in der Debatte, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen mal, was wir brauchen. Verbindliche europäische Verteilmechanismen, mehr Geld für die Kommunen, das die CSU gerade zurückhält übrigens, Investitionen in die Infrastruktur bei Wohnraum, Abbau von Bürokratie bei den Ausländerbehörden, faire Migrationsabkommen, die die Union in all den Jahren nie zustande gebracht hat, die Abschaffung von Arbeitsverboten, um die Integration zu erleichtern. Das ist der Weg, und das ist der Weg, den die Ampel geht. Und Sie haben nichts auf der Pfanne, meine Damen und Herren. Und das macht diese Aktuelle Stunde deutlich. Nichts auf der Pfanne, außer warme Luft von Herrn Dobrindt. Und Herr Dobrindt, Sie, die CSU, ist ja jetzt in dieser Debatte unterwegs mit einer Obergrenze. Allen Ernstes mit einer Obergrenze. Mit dem Begriff hat Horst Seehofer Thomas de Maizière monatelang getrollt, um dann selbst Innenminister zu werden und was 4 Jahre lang nicht gesetzlich zu regeln. Eine Obergrenze. 4 Jahre lang CSU-Verantwortung im Innenministerium. Keine Obergrenze, meine Damen und Herren. Es ist heiße Luft. Es ist die Simulation von Politik, was Sie da betreiben. Und es ist Wahlkampf. Und eine so ernsthafte Debatte, wie wir sie führen, die ist dafür nicht tauglich, das so zu instrumentalisieren. Und letztendlich, und das wissen ja alle hier im Raum, ist es so, es ist nicht nur eine innenpolitische Frage, sondern wir alle wissen, dass das Thema Migration ganz bewusst aus Russland angeschärft wird, um unsere Gesellschaft hier zu spalten. Weidels Alternative für Deutschland, das hat man eben am Herrn Curio gut sehen können, ist das autoritäre Russland. Und davon muss man sich doch als Demokratinnen und Demokraten distanzieren. Da kann man doch nicht das Wording übernehmen, Herr Troben. Noch ein Gedanken. Wir sind lange in der Opposition gewesen und haben 16 Jahre Union mitgemacht. Und wir haben, Herr Troben, Sie werden sich erinnern, Sie oft hart kritisiert. Aber wir haben immer auch das Verbindende gesucht. Wir haben immer die Konstruktivität gesucht, Herr Trumm, und dass Sie lachen, zeigt, dass Sie ein Kurzzeitgedächtnis haben. Das ist nicht schlimm. In der Finanzkrise, in der Eurokrise 2015, und Jens Spahn ist mein Zeuge, wo ist er? Ja, in der Corona-Zeit. Wir haben die gemeinsame Mitte gesucht, wir haben mit abgestimmt, wir haben mitgerungen. All diese Konstruktivität lassen Sie hier sträflich vermissen. Und so geht es nicht, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege. Konstantin von Notz hat hier besonders die Art und Weise gerügt, wie hier die Unionsfraktion den Antrag gestellt hat und sich auch in der Debatte verhält. Nächste Rednerin kommt nun von der Linksfraktion, Clara Bünger. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte vielleicht da weitermachen, wo Herr Notz vorhin aufgehört hat, als er über rechtes
Agenda-Setting gesprochen hat. Und Herr Merz, der saß vorhin noch hier, jetzt ist er irgendwie verschwunden. Wir haben den Auftritt von ihm gestern im TV gesehen und das war wirklich billiger Rechtspopulismus. Und ich möchte es noch mal an Ihnen dreien Hauptaussagen, die Sie da geleitet haben, noch mal zeigen, was daran billiger Rechtspopulismus ist. Sie haben erstens die Zahl der Ausreisepflichtigen falsch dargestellt. 300.000 haben Sie genannt. Die Zahl liegt weit, weit darunter. Und von denen genau bei 261.925 und 80% der Menschen haben eine Duldung, kommen aus Afghanistan. Die Menschen können nicht abgeschoben werden. Zweitens, es gibt immer noch keine wissenschaftlichen Beweise für Pull-Faktoren, wenn Sie immer über diese Anreize sprechen. Und da komme ich zu meinem dritten Punkt. Ja, hier haben heute, glaube ich, viele Zahnschmerzen in der Debatte gehabt, als Sie die Falschdarstellung von Dobrindt zugehört haben. Aber Zahnbehandlung von Geflüchteten, da haben Sie wirklich gestern Copy-Paste bei der AfD gemacht. Dieser Talking Point, dieser rechte Talking Point kam im September 2022 von AfD Sichert. Den hat er hier schon genannt und hatte gesagt, dass irgendwie Geflüchtete kostenlose Zahnbehandlung kommen. Das ist eine Lüge und eine falsche Geschichte, die da erzählt wird. Und das ist brandgefährlich, wenn Sie das in die Mitte der Gesellschaft tragen. Und Sie sollten sich davon distanzieren, Herr Merz. Sie sind mit solchen Aussagen Ihres Amtes einfach nicht würdig. Denn statt dass Sie als größte Oppositionspartei kluge Vorschläge für alle Menschen in Deutschland machen, hetzen Sie gegen eine Minderheit von unter 4%. Mehr Geflüchtete gibt es nämlich nicht in Deutschland, falls Sie das nicht wissen. Ihre Hetze ist widerwärtig und hat konkrete Auswirkungen auf die Menschen. Sie sind rassistischen Attacken und Anschlägen ausgesetzt. Das ist eine Realität. Die Anschläge und Angriffe sind gestiegen. Und manche Politikerinnen hier im Hause überbieten sich gegenseitig mit Forderungen, die darauf hinauslaufen, Schutzsuchende noch weiter zu entrechten. Das ist wirklich schauderhaft. Herr Söder und Herr Merz fordern im Wahlkampf eine Obergrenze für Asylsuchende. Herr Spahn und Herr Frey spekulieren schon seit Längerem über den Ausstieg aus der Genfer Flüchtlingskonvention. Schön, dass Sie es jetzt auch geschafft haben, Herr Merz, zu dieser Debatte. Dann können Sie ja noch mal zuhören. Eine Obergrenze ist nämlich nicht nur unmenschlich, sondern auch rechtswidrig. Das will ich hier noch mal klarstellen. Und die Debatte ist doch völlig im Hemd. Vertreterinnen von Grünen und SPD weisen das jetzt noch zurück, aber auch hier sehe ich, dass jetzt die Zustimmung zur Krisenverordnung ist wirklich eine Zäsur, eine menschenrechtliche Zäsur. Und ich muss Ihnen nur sagen, der EU-Türkei-Deal ist ein menschenrechtliches Desaster. Die Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache, jüngst der Tunesien-Deal und eben jetzt heute die Zustimmung zur Krisenverordnung ist wirklich ein Tiefpunkt in Bezug auf Menschenrechte. Das wird dazu führen, dass sich die Lage an der Außengrenze für Menschen noch weiter verschlimmern wird. Die aktuelle Diskussion basiert außerdem auch auf der falschen Annahme, dass Fluchtbewegungen sich nach Belieben steuern lassen. Warum das Unsinn ist, erkläre ich Ihnen jetzt noch mal an drei Beispielen. Erstens. Thema Grenzkontrollen wurde hier schon häufig gesagt. Ich sage Ihnen mal was. Asylsuchende haben das Recht, einen Asylantrag zu stellen. Sie dürfen an der Grenze nicht zurückgewiesen werden. Und Herr Dobrindt, habe ich Sie da vorhin richtig verstanden, dass Sie aktiv zu Zurückweisungen an der Binnengrenze aufrufen? Das wäre nicht nur unmenschlich, sondern das ist rechtswidrig. Und das kann doch nicht sein, dass das hier einfach so unwidersprochen stehen bleibt. Wollen Sie etwa das Recht brechen, Herr Dobrindt? Frage ich Sie ernsthaft. Die Frage müssen Sie beantworten. Zweitens, Dauerbrenner. In der Migrationsdebatte ist der sogenannte Kampf gegen Schleuser. Niemand möchte, dass Menschen andere Menschen in Boote setzen. Das muss natürlich verhindert werden. Aber die Not der Flüchtenden wird nicht dadurch gelindert, dass man gegen diese Menschen einfach so vorgeht, sondern man muss legale Fluchtwege schaffen. Und das Elend quasi an den Lagern und an den Außengrenzen beenden. Haben Sie denn keine Skrupel, dass die Menschen in libyschen Folterlagern oder in der Wüste sterben werden? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Drittes Beispiel, der besonders gefährliche Mythos. Menschen verlassen ihre Heimat, weil sie vor Kriegen und repressiven Regimen und Folgen des Klimawandels fliehen. Nicht, weil es Anreize in Deutschland gibt. Nicht, weil es hier so tolle Sozialleistungen gibt. Das ist nicht der Grund, warum Menschen herfliehen, auch nicht,
Das werden Sie auch nicht abschaffen, wenn es Sachleistungen in Deutschland gibt. Frau Kollegin, Sie müssen jetzt wieder zum Schluss kommen. Sie haben Ihre Redezeit deutlich überschritten. Ich möchte noch mit einem... Das möchten Sie jetzt nicht mehr hier entziehen. Das Wort, bitte gewinnen Sie an Ihrem Platz. Okay, vielen Dank. Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, unterbreche ich die aktuelle Stunde und komme zurück zu Tagesordnungspunkt 10b und gebe Ihnen das Ergebnis der namentlichen Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zu dem Antrag der Abgeordneten Martin Hess, Dr. Bernd Baumann, Dr. Gottfried Curio, weitere Abgeordnete und der Fraktion der AfD betreffend 11-Punkte-Plan zum Schutz der Grenzen und vor unregulierter Massenmigration sofort umsetzen, frühzeitige Unterrichtung des Parlaments bei kritischen Massenimmigrationslagen sicherstellen, Drucksachen 20.6485 und 20.6785 bekannt. Abgegebene Stimmkarten 679, mit Ja haben gestimmt 603, mit Nein haben gestimmt 75, Enthaltungen 1. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Und das bedeutet, dass hier dieser Antrag abgelehnt wurde. Wir kommen zum nächsten Redner in dieser Aktuellen Stunde. Das ist Konstantin Kuhle, erster stellvertretende Fraktionsvorsitzender der FDP und schon lange mit Innenpolitik beschäftigt. Herr Präsident, meine Damen und Herren, in der angespannten Migrationslage braucht unser Land eine Bundesregierung, die die Realität erkennt und die politische Verantwortung übernimmt. Und es ist Ausdruck politischer Verantwortung, dass Deutschland weiter mitarbeiten wird an einem neuen gemeinsamen europäischen Asylsystem und dass Deutschland die Krisenverordnung im Ministerrat eben nicht blockieren wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn alle von uns, die im Land unterwegs sind und die mit Bürgermeistern, mit Landräten, mit Menschen sprechen, die sich um die Versorgung von Flüchtlingen in diesem Land kümmern, die führen einen Satz auf den Lippen, der in den Ohren von vielen Menschen, die tagtäglich mit dem Thema Flüchtlinge arbeiten und damit zu tun haben, schon fast klingt wie Heuchelei. Und dieser Satz ist, wir brauchen eine europäische Lösung. Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe in verschiedenen Diskussionen. Ja, wir werden eines Tages das Problem in den Griff bekommen, weil dann haben wir ja eine europäische Lösung. Und es ist genau dieser Ausdruck ritualisierter Debatten, die Art und Weise, bestimmte Sätze einfach dahin zu sagen, Lösungen in den Raum zu stellen, es dann aber nicht zu machen, was dazu führt, dass die Frustration und die Enttäuschung auch mit Blick auf das Thema Migration in unserer Gesellschaft wachsen. Und deswegen muss eine gemeinsame europäische Asylpolitik jetzt kommen. Und es ist gut, dass diese Bundesregierung das auf den Weg bringt. Es gibt übrigens, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch viele andere Bereiche in der Migrationspolitik, wo wir auch ritualisierte Debatten führen, wo man sich mitunter die Augen reibt, weil seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, immer wieder die gleichen Themen hier angesprochen werden und dann aber in der Realität nichts passiert und die Kommunen eben auch nicht merken, dass es tatsächlich zu einer Entlastung kommt. Und wenn, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, wir uns einig sind, dass die Auszahlung von Bargeld an Asylbewerber dazu führt, dass die falschen Anreize gesetzt werden, dann wenden Sie bitte das geltende Asylbewerberleistungsgesetz an und setzen Sie auf Sachleistungen. 8 von 16 Innenminister werden von der Union gestellt, und ich habe kein Verständnis dafür, warum die das geltende Recht nicht einfach anwenden. Und wenn die Kommunen sagen, Sachleistungen sind im Einzelfall schwierig zu organisieren, dann müssen wir das ernst nehmen. Dann gibt es aber mit Bezahlkarten immer noch ein anderes System, auf das man setzen kann und das interessanterweise die großen Vorteile hat, dass man mit Bezahlkarten auch Überweisungen in die Herkunftsländer unterbinden kann. Denn die Menschen verstehen nicht, wie eine Leistung, die dafür gedacht ist, während des Asylverfahrens ein menschenwürdiges Leben zu garantieren, und das ist richtig, dass es das gibt, dass diese Leistung in die Herkunftsländer transferiert wird. Die Verfahren müssen kürzer werden, und es darf nicht mehr möglich sein, aus Asylbewerberleistungen in die Herkunftsländer zu überweisen. Und es ist gut, dass der Bundesfinanzminister ein entsprechendes Verbot und auch die technischen Voraussetzungen auf den Weg bringt. Die Menschen verstehen nicht, dass aus diesen Leistungen in die Heimatländer überwiesen wird. Und die Menschen haben auch ein Problem damit, wenn sie sehen, dass Menschen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, in Deutschland dauerhaft staatliche Leistungen
erhalten. Wir reden ja über eine Zahl von 300.000 Menschen insgesamt, von denen ein sehr großer Teil geduldet ist. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt eben auch Menschen, die sind nicht geduldet, reisen trotzdem nicht aus und erhalten staatliche Leistungen. Das macht viele Menschen wütend. Und deswegen bin ich dafür, dass wir das machen, was im Koalitionsvertrag steht, nämlich die freiwillige Rückkehr stärken, endlich eine Rückkehrberatung einführen und daran arbeiten, dass Menschen, die einen negativen Asylbescheid bekommen, im Regelfall auch in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Das muss die Regel sein. Und die Menschen haben kein Verständnis dafür, dass das in vielen Fällen so nicht passiert, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, und was die Menschen auch nicht verstehen, ist, und das ist auch so eine ritualisierte Debatte, dass dauerhaft Menschen nach Deutschland kommen, bei denen von vornherein klar ist, dass sie kein Bleiberecht haben. Wir haben eben darüber gesprochen, dass unser Land auch deswegen ein funktionierendes Asylsystem braucht, weil wir Menschen helfen wollen, die tatsächlich unseren Schutz brauchen. Und das ist richtig. Wenn aber dauerhaft Menschen kommen, bei denen wir von vornherein sagen können, hier ist die Prognose zu bleiben negativ, dann setzen wir die Akzeptanz für das Asylrecht insgesamt aufs Spiel. Und deswegen ist es auch hier richtig, dass wir endlich das machen, was im Koalitionsvertrag steht, nämlich prüfen, wie Asylbegehren auch in Drittstaaten behandelt werden können. Das sollten wir auf den Weg bringen und uns nicht weiter in ritualisierten Debatten ergehen. Und zum Schluss will ich gerne etwas zu Ihnen sagen, liebe Frau Böhnger, weil Sie gerade hier ganz vehement gesagt haben, wie schrecklich doch die EU-Türkei-Erklärung 2016 gewesen ist. Was wäre denn die Alternative gewesen? Was ist denn heute die Alternative? Was ist denn an der Balkanroute so toll? Was ist denn so human daran, Menschen einfach durchzuwinken, nicht zu wissen, ob Familien mit kleinen Kindern ankommen, nicht zu wissen, ob sie eine Bleibeperspektive haben, nicht zu wissen, wie sie versorgt werden auf der Strecke? Es ist besser, wir setzen uns mit den europäischen Nachbarländern zusammen. Wir kümmern uns darum, dass es eine neue EU-Türkei-Erklärung gibt. Das hat tausende Menschen davor bewahrt, im Mittelmeer zu ertrinken. Und ich bin froh, dass wir das damals gemacht haben. Und ich glaube, wir brauchen eine neue Erklärung. Und wir brauchen weniger ritualisierte Debatten und mehr konkrete Lösungen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist das Mitglied des Bundesrates, Staatsminister Armin Schuster. Armin Schuster ist Staatsminister des Inneren in Sachsen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kuhle, mein letzter Satz hier war, niemals geht man so ganz, trude Herr. Ich habe aber nicht geahnt, dass ich diese Freude habe, hier noch mal stehen zu dürfen. Ich genieße es. Aber jetzt werden Sie die unpolitischste Rede des Nachmittags hören. Ich schlüpfe in meine Rolle als Landesinnenminister, meine Damen und Herren, und erstatte Ihnen einen Lagebericht aus dem Freistaat Sachsen, einem grenzboomendes Land, das nicht über Easy Flüchtlinge zugeteilt bekommt, gut dosiert, gut administriert, sondern jeden Tag und jede Nacht volatil. Und das bringt uns natürlich ganz schön ins Rudern. In Kurzform. Das Bundesinnenministerium hat jetzt vor 2-3 Monaten aufgehört, Prognosen zu machen. Wir müssen sie in Sachsen machen, weil ich Ressourcen vorhalten muss. Wir rechnen mit 350.000 nicht-ukrainische Flüchtlinge in diesem Jahr und müssen unsere Kapazitäten darauf einrichten. Aus der Ukraine haben wir 60.000 in einem Bundesland mit nur 4 Millionen Einwohnern. Ich muss noch mal daran erinnern, die sind sehr schön, fein, aber klein. Flüchtlinge haben wir 2022 18.500, in 2023 bis jetzt 15.000, bis jetzt heißt August. Die illegalen Einreisen über Polen und Tschechien im August 2021 400, 2022 2.500, 2023 4.900. Also eine Verzehnfachung zu 21, eine Verdoppelung zu 22. Im September, in den letzten Wochen, im Schnitt 1.000 pro Woche über die Grenze, Aufnahme in unseren Aufnahmeeinrichtungen. Die Situation eines Grenzbundeslandes ist es, dass wir sie erst mal alle haben, das sind die Bayern, Brandenburg und Baden-Württemberg. Und dann beginnt nach 4, 5, 6 Wochen die Verteilung. Solange sind wir Kurzzeitgastgeber und müssen ein Bett haben und ein festes Dach über dem Kopf. Das heißt, eine Erstaufnahmeeinrichtung, die wir vom Land aus betreiben, ist in Normallagen in Sachsen bei 3.500 Plätzen. Ich habe erhöht auf 7.500 bis vor einem Vierteljahr, habe vor etwa 2 Monaten auf 9.000 erhöht und letzte Woche auf 10.000. Ein Staat mit 4 Millionen Einwohnern, 10.000 Plätze halten wir vor für Landeserstaufnahme. Warum? Ich muss an die Kommunen mittlerweile gepuffert
gedrosselt und verzögert abverteilen. Wir senken die Abverteilquoten von 400 auf 250, weil die Kommunen nicht mehr können. Jetzt nehme ich das bei mir in die Landeserstaufnahme, hoffe, dass ich nicht die gesetzlichen Hürden von 3 oder 6 Monaten reiße, aber wir halten sie bei uns, damit ich die Kommunen irgendwie mit Luft versorge, weil wir haben keine Turnhalle bis jetzt belegt und fangen jetzt erst an mit Zelten, ein einziges in Leipzig. Darauf sind wir sehr stolz, aber es ist eine harte Arbeit. Die Versammlungslagen, meine Damen und Herren, steigende Tendenz, 58 Versammlungen mit 7.500 Teilnehmern letzten Montag, das ist immer so montags, und zwischen Dienstag und Sonntag auch. Jetzt mache ich Ihnen ein Beispiel. Ein wunderschöner Ort empfehle ich Ihnen für Urlaub, Sächsische Schweiz, Berggies-Hübel-Kurort. Dort war nur spekuliert worden, dass es eine weitere Flüchtlingsaufnahme geben könnte. Angemeldete Versammlung 300, erschienen sind am Montagabend 3.000. Der Ort hat 5.500 Einwohner. So sieht es bei der Stimmungslage der Bevölkerung in der Grenzregion aus. Warum? Die Menschen, die da leben, kriegen letztendlich jeden Tag die Bilder von Schleuserfahrzeugen, von orientierungslos herumlaufenden Gruppen, die Schleuser einfach frei, also die Schleuser versuchen, die Menschen so schnell wie möglich loszuwerden, halten an der erstbesten Stelle an und dann irren sie orientierungslos durch die Gemeinden. Die meisten Aufgriffe machen wir fast durch Bürgerhinweise, aber das ist das Bild von Kontrollverlust. Die Bürger empfinden es als Kontrollverlust, wenn sie ständig umherirrend orientierungslose Menschen sehen, die nicht wissen, wo sie hin müssen. Und die fragen auch, wo sie jetzt hin müssen. Das gibt kein Vertrauen in der Bevölkerung, meine Damen und Herren, das gibt das Gegenteil. Wir haben eine tote Frau, 3 Schwerverletzte nach einem verunfallten Schleuserfahrzeug. Wir haben letzte Woche ein Schleuserfahrzeug aufgebracht mit einem 15-jährigen Fahrer und hinten 40 Menschen drauf. Ein Citroën-Jumper ist ein kleiner Hochdachkombi für junge Familien. Da holen wir 25 Menschen raus. An Lieferwagen werden die Gummis von innen rausgerissen, weil die Menschen Luftnot haben. Und jetzt will ich Ihnen mal, ich darf ja mit Ihnen nicht politisieren hier, aber eins darf ich Ihnen sagen. Wenn Sie über Grenzkontrollen nachdenken, dann können Sie jetzt schon Grenzkontrollen anordnen, nur aus Gründen der Gefahrenabwehr für die Geschleusten in diesen Fahrzeugen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann ein Unfall passiert, der kapital endet, weil wir sie an der Grenze nicht rausgeholt haben. Und diese Fahrzeuge erkennt, Entschuldigung, Herr Präsident, jeder Depp. Wie ein Schleuserfahrzeug, da brauchst du kein ausgebildeter Grenzpolizist sein, das kannst du auf der Grenzlinie rauswinken und rettest unter Umständen Geschleuste, meine Damen und Herren, jenseits aller politischen Argumente, die ich auch drauf hätte. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung hat uns seit Monaten versprochen, dass sie die Migration messbar und nachhaltig reduziert. An der polnisch-tschechischen Grenze, das Gegenteil ist leider der Fall. Wir haben galoppierende Zahlen, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Die Bundespolizei ist jenseits der Limits. Wir haben immer häufiger die weiße Flagge, wo sie uns bitten, die Aufgriffe selber zu bearbeiten. Sie können nicht mehr. Und ich habe deshalb die Landespolizei mit an die Grenze beordert. Und ich sage ganz offen, mit dem taktischen Auftrag, so nah wie möglich an die Grenzlinie und jeden Kilometer auf deutschem Hoheitsgebiet unterbinden, die Leute aus diesen Autos rausholen. Die werden nachts auf der Autobahn freigelassen um 2:30 und laufen dann über 4 Fahrspuren davon. Sie ahnen, wie das enden könnte. Meine Landespolizei hat die Aufgabe, Gefahrenabwehr, Fahndungsdruck, Kontrolle, holt die Leute da raus. Und vor allen Dingen möchte ich die Bilder in den Orten vermeiden. Wir führen die in die Erstaufnahmeeinrichtung, aber ohne, dass sie in der Region herumirren und das Bild eines Kontrollverlustes, Herr Staatssekretär, nach außen empfinden. Der Bundeskanzler hat mit dem Ministerpräsidenten einen wunderbaren Beschluss gefasst am 10. Mai. In Kurzform: Wenn es nicht besser wird, machen wir das Gleiche wie an der österreichischen Grenze. Niemand in der Bevölkerung versteht noch, warum wir bei doppelt so hohen Zahlen an der polnisch-tschechischen Grenze immer noch keine Grenzkontrollen machen, in Bayern aber seit 8 Jahren sehr bewährt. Jetzt, meine Damen und Herren, brauchen wir kurzfristig Schleierfahndung plus Grenzkontrollen. Und wenn Sie es nur zur Gefahrenabwehr tun, wir sind das Hauptzielland aus dem Visa-Skandal Polens, dem vermeintlichen. Wir sind das Hauptzielland.
derer, die die Bundessicherheitsbehörden uns nennen, Belarus-Schleusungen über Moskau. Wir sind das Hauptzielland für alle, die sich auf den Weg machen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe den Appell an Sie alle, an die politische Mitte dieses Hauses, ob Asylkompromiss, ob Deutschlandpakt, ob Sie eine Kommission einrichten. Wir brauchen schnellstmöglich kein parteipolitisches Klein-Klein. Wir brauchen eine möglichst groß geeinte Migrationslösung in diesem Land. Da ist der Ausschnitt, von dem ich das erwarte, weil wir sonst einen Vertrauensverlust erleiden, den wir nicht wieder einfangen, meine Damen und Herren. Die Bevölkerung versteht nicht mehr Grenzkontrolle ja, nein, ein bisschen, vielleicht, vielleicht nicht, vielleicht doch. Das werde ich in den Veranstaltungen gefragt. Es herrscht keine Klarheit mehr, und das in einer Krise. Der wichtigste Mannschaftsteil, meine Damen und Herren, sind die Kommunen. Wenn Sie denen jetzt das Signal senden, Sie kriegen weniger Geld für Flüchtlinge, dann verlieren wir unseren wichtigsten Mannschaftsteil. Wenn Sie das Vertrauen der Kommunen verlieren, wie sollen wir die Lage noch retten? Und jetzt mein letzter Satz. Was bin ich dankbar? Ich weiß nicht, ob Sie es noch einfangen. Was bin ich dankbar für die Entscheidung des Bundeskanzlers gestern? Aber mit dieser Grätsche hat er den Hebel erst mal in die Hand genommen. Herr Bundeskanzler, bitte legen Sie ihn nicht mehr aus der Hand. Alles, was hier zu tun ist in dieser Frage, ist Chefsache. Alles, was jetzt zu entscheiden ist, ist Chefsache. Sie haben den Hebel in die Hand genommen, legen Sie ihn nicht wieder weg. Ich habe das Gefühl, dass die Koalition es braucht, Führung. Und ich habe den Eindruck, dass die richtigen Themen, die habe ich alle ausgespart, auf dem Tisch liegen, ob jetzt Migrationsabkommen, Rückführungsoffensive und so weiter und so weiter, bitte nichts vom Tisch nehmen. Gemeinsam in eine Kommission oder was immer Sie hier bilden. Ich brauche in ein paar Wochen Lösungen. Und ich brauche jeden Tag Grenzkontrollen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Minister. Armin Schuster, der Staatsminister des Inneren in Sachsen, hat hier einen Lagebericht, wie er es selber genannt hat, abgegeben im Deutschen Bundestag, wo er selber von 2009 bis 2020 Mitglied war. Nächster Redner ist der Kollege Dirk Wiese, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Präsident, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Minister Behrens, sehr geehrter Kollege Schuster, ich bin Ihnen beide sehr dankbar für die Schilderungen, die Sie hier am Pult noch einmal gemacht haben. Und ich kann Ihnen versichern, wir als Ampelkoalition, wir wissen um die herausfordernde Situation bei uns im Land, in den Städten und Gemeinden und auch bei Ihnen in den Bundesländern. Und ich sage Ihnen ganz klar, das ist eine Aufgabe, der wir uns als Politik in dieser schwierigen Lage stellen müssen, wo wir auch gemeinsam Zeichen setzen müssen. Und Herr Schuster, Sie wissen es, bei den Verabredungen, die im Mai getroffen worden sind vom Bundeskanzler mit den Ministerpräsidenten, sind richtige Schritte auf den Weg gebracht worden, die gerade auch hinter den Kulissen abgearbeitet werden. Sie wissen, dass die entsprechenden Vorschläge kommen. Sie wissen auch bei der finanziellen Unterstützung der Kommunen, dass intensivst mit den Bundesländern daran gearbeitet wird. Wenn wir aber zu einer gemeinsamen Lösung kommen wollen, wenn wir letztendlich auch gemeinsam diese herausfordernde Situation angehen müssen, Herr Kollege Schuster, dann muss ich ganz klar sagen, dann appelliere ich an Sie auch einzuwirken auf Ihre Kolleginnen und Kollegen hier im Deutschen Bundestag. Was man nicht machen darf in dieser Situation und was die Lösung erschwert, das ist, wenn ich in Talkshows noch Öl ins Feuer gieße, wenn ich populistisch versuche, Stimmenfang zu machen, das wird dieser Situation tatsächlich nicht gerecht. Das ist tatsächlich der falsche Weg. Und da muss ich doch sagen, war ich über das, was man gestern da gehört hat, was über die Ticker gegangen ist, doch ziemlich erschrocken. Und ich finde es ja interessant, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der CDU, dass ich ja vernommen habe, dass Daniel Günther bei Ihnen in Ihrer Partei eine Einzelmeinung ist. Ich stelle ehrlicherweise immer mehr fest, dass es viele, viele Einzelmeinungen bei Ihnen in der CDU, CSU im ganzen Land gibt, die das, was Sie hier machen, diesen Politikstil jedenfalls nicht gut finden und auch offen kritisieren. Das heißt, es gibt Vernünftige und das macht auch Mut in Ihren Reihen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Schuster, das will ich noch mal sagen, darum ist es richtig, diesen Austausch mit den Ministerpräsidenten genau jetzt fortzusetzen. Es werden ja die Treffen jetzt auch stattfinden, aber ich sage Ihnen auch,
Wahrscheinlich ist es einfacher, in verantwortungsvoller Art und Weise mit Hendrik Wüst und Daniel Günther zu Ergebnissen zu kommen. Und da werden wir, glaube ich, auch gemeinsam ansetzen. Und in der Zeit, wo populistisch Öl ins Feuer gegossen wird, kümmern wir uns tatsächlich als Ampelkoalition um Lösungen. In diesen Stunden, wo wir hier diese Debatte führen, wird auf der europäischen Ebene darüber verhandelt, dass wir nach Jahren des Stillstandes endlich zu einer gemeinsamen europäischen Lösung zwischen den Mitgliedsländern hinkommen, damit wir mit einer geeinten Position dann in die Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament eintreten können, um vor den Europawahlen im Juni zu einer Lösung zu kommen. Und das sage ich ganz deutlich, die wir auch dringend brauchen. Und während wir uns um Lösungsansätze kümmern, während wir uns auch in der Ampelkoalition genau die Fragen stellen, was wir tun können, bessere Finanzierungsfragen, gleichzeitig auch die Einstufung von sicheren Herkunftsländern wie Georgien und Moldau, auch die Frage zu stellen, wie wir noch beschleunigen können bei Asylverfahren, auch Asylgerichtsverfahren, da lösen wir Probleme, während Sie es nicht mal schaffen, das Problem, was Sie haben, mit Ihrer Landtagsfraktion in Thüringen zu lösen. Von daher, wir packen das an und wissen, was auf dem Spiel steht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will einen Punkt auch Richtung AfD ansprechen, weil, Herr Curio, das ist wieder diese XY-Rede, die Sie hier halten. Aber ich will Ihnen eins ganz deutlich sagen, und Frau Behrens hat das ja noch mal sehr deutlich gemacht. Wir erleben doch wieder, wie Migration instrumentalisiert wird von Moskau, von Minsk und das auch wieder vermehrt in den letzten Wochen. Und es ist doch an Perfidität nicht zu überbieten. Sie sitzen hier im Bundestag als der verlängerte Arm Moskaus, die diese Politik instrumentalisiert gegen die Europäische Union. Sie freuen sich doch heimlich und stoßen an, dass das stattfindet. Und das ist wirklich ungeheuerlich. Und das erwähnen Sie letztendlich auch mit keinem Wort. Und darüber kann man nur den Kopf schütteln. Und wenn wir letztendlich auch dabei sind, die Fragen zu stellen, auch Herr Schuster, wie wir es gemeinsam hinbekommen können, dass wir auch schneller werden bei den Asylverfahren, bei den Asylgerichtsverfahren, dann will ich auch sagen, nehmen Sie Ihre eigenen Leute auch mit ins Boot an der Stelle. Wir haben uns das auch noch mal angeschaut. In Rheinland-Pfalz dauert ein Verwaltungsgerichtsverfahren 4 Monate, bis es zum Abschluss kommt. Ich appelliere auch an Ihre Kollegin, die Justizministerin in Brandenburg ist, die Ihrer Partei angehört. Schauen Sie auch da noch mal genau hin. Das Verfahren in Brandenburg bei Ihrer Kollegin dauert 39 Monate. Das kann doch nicht wahr sein. Da müssen wir doch gemeinsam anstehen. Und das zeigt doch, dass jeder seine Hausaufgaben letztendlich zu entledigen hat und wir auch hier gemeinsam, glaube ich, vorangehen müssen. Und das wäre, glaube ich, ein gutes Signal. Und jetzt noch ganz kurz zur Grenze. Herr Schuster, was immer wieder auch nicht oder ein bisschen verheimlicht wird oder gerade auch ist, ich glaube, man sollte intensiv auch noch mal die Stellungnahmen der Gewerkschaft der Polizei anschauen, die deutlich gesagt hat, aus polizeitaktischen Gründen, wie wichtig es ist, die Schleierfahndung im Grenzraum auszuweiten und punktuell stichprobenartig Nadelstiche zu setzen, Grenzübergänge zu schließen, um damit der Schleuserkriminalität das Handwerk zu legen. Da müssen wir gemeinsam ansetzen, und das sollten wir auf den Weg bringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Die Krise war das. Und nächste Rednerin ist Lamia Kador für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Sie sitzt im Ausschuss für Inneres und Heimat. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucher auf den Tribünen. Lassen Sie mich zunächst mal eine Vorbemerkung machen. Auch ich bin stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Dort bekomme ich, wie die Kolleginnen und Kollegen von der Union, regelmäßig Berichte über Afghanistan und Syrien. Und das sind Staaten, aus denen die meisten Menschen nach Deutschland aktuell fliehen. Das wissen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, CSU, denn Sie haben ja dieselben Informationszugänge wie wir im Ausschuss, dieselben Zahlen des BAMFs. Ich komme darauf gleich zurück. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, uns allen entgeht nicht, Migration ist im Moment das bestimmende Thema des gesellschaftlichen und politischen Diskurses. Umso größer ist unser aller Verantwortung als Demokraten und Demokraten, dem Thema mit Sachlichkeit und ohne parteipolitische Polarisierungen zu begegnen. Ja, wir müssen Antworten finden. Funktionierende, menschenwürdige und keine, wie gestern von Friedrich Merz, hinterhergehechelten Erzählungen der AfD. Sie zündeln schon wieder. Das sind Ihre Antworten auf die Migrationslage, indem Sie fremdenfeindliche Abwertungen gegen die Schwächsten in unserem Land bedienen? Sie legen mit dem Begriff der Integrationsgrenze eine Obergrenze 2.0 auf. Dass diese Debatte ins Nirvana führt, das in letzter Konsequenz bedeuten würde, das Grundrecht auf Asyl aufzugeben. An dieser Frage ist die Union 2017 beinahe zerrissen. Wann ist es denn der eine oder die eine zu viel? Kann es dann ein Kind oder eine Frau mit Kind oder eine Familie sein und lassen wir dann nur zwei Kinder hier und den Rest schieben wir ab zu den Taliban? Oder wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Warum fliehen denn die Menschen aus Syrien und aus Afghanistan oder aus der Ukraine? Weil die tödlichen Gefahren in der Ukraine groß sind. Weil das Assad-Regime zwar mit allen Mitteln versucht, sich in der Region zu stabilisieren,
Aber die Menschenrechtsverletzungen auch weiterhin zur traurigen Realität gehören. Und der Hunger in Afghanistan ist so allgegenwärtig, dass Familien ihre eigenen Kinder verkaufen. Was ist also Ihre Perspektive darauf? Ihre Antwort ist, Sie wollen Aufnahmeprogramme wie das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan lieber einstellen. Aber dem ist nicht genug. Sie wollen die Liste der sicheren Herkunftsländer ausweiten auf Tunesien, Marokko und Algerien. Offenbar ist Ihnen entgangen, wie die menschenrechtliche Lage in diesen Ländern eigentlich derzeit ist. Journalistinnen und Journalisten, Aktivistinnen und so weiter werden inhaftiert, Oppositionelle mit Scheinklagen überzogen, unterdrückt. In Gefängnissen wird gefoltert. Die sexualisierte Gewalt gegen Frauen bleibt meist ungeahndet. Geflüchtete werden einfach in der Wüste zurückgelassen. Ist das Ihre Vorstellung von Humanität? Ein Rechtsstaat kann sich nicht abschotten. Wir respektieren das Völkerrecht. Wir respektieren die Werte von Freiheit und Gleichheit. Wir glauben ans Grundrecht auf Asyl. Das macht doch Europa aus, meine Damen und Herren. Abschottung um jeden Preis, das schrieb die Zeit diese Woche, wäre eine historische Schmach. Recht hat sie. Es wäre eine historische Schmach. Wollen Sie denn wirklich verfolgte Mütter und Kinder abweisen oder doch nur Männer, deren Vornamen Ahmad, Mustafa oder Ali lauten? Vielleicht sollten Sie mal in sich gehen und überlegen, wofür das C in Ihrem Parteinamen eigentlich steht. Ich kann Ihnen da als Islamwissenschaftlerin gerne dabei helfen. Das C ist vor allem von einem zentralen Gedanken geprägt, dem der Metanoia. Der Umkehr. Ich appelliere daher an Sie, kehren Sie zurück. Hören Sie auf, das Thema Migration mit plumpen Narrativen und Scheinlösungen für den Wahlkampf zu instrumentalisieren. Machen Sie sich ehrlich. Sichere Herkunftsländer werden das Problem nicht lösen, vor allem, weil eben die Hälfte der Menschen, die zu uns kommen, aus Syrien oder Afghanistan stammen. Oder kommt demnächst der Vorschlag von Ihnen, mit Assads Schergen Rückführung zu organisieren? Mit den Taliban? Mit wem sollen wir es machen? Sehr geehrte Damen und Herren, die komplexe Aufgabe der Migration braucht komplexe Antworten. Vielschichtige Lösungen. Dazu gehören, hören Sie gut zu, ein verbindlicher europäischer Verteilmechanismus, der auf Solidarität, Humanität und Ordnung setzt. Zügig faire Migrationsabkommen auf Augenhöhe. Der Sonderbeauftragte wird sicher bald erste Ergebnisse liefern. Die massive Anwerbung von Arbeits- und Fachkräften, die Abschaffung der Arbeitsverbote für Geflüchtete, die Sie selbst jahrelang aufrechterhalten haben, deutlich mehr finanzielle und strukturelle Unterstützung für die Kommunen, und diese werden kommen. Erlauben Sie mir zum Schluss noch ein persönliches Wort. Die Wortwahl und die Tonlage solcher Debatten wirken sich nicht nur verheerend auf Geflüchtete in diesem Land aus, sondern auch auf ausländische Fach- und Arbeitskräfte. Lassen Sie es nicht so weit kommen, dass sich all diese Menschen, ja selbst Deutsche mit Einwanderungsgeschichte, die hier in der dritten, vierten und fünften Generation inzwischen leben, sich hier fremd fühlen müssen. Das wäre, um in Ihrer Rhetorik zu bleiben, und Ihrer sowieso, tatsächlich der Untergang des Abendlandes. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kador. Bevor ich Ihnen noch in das Wort erteile, gebe ich einen Hinweis, dass in 5 Minuten die Wahlurnen geschlossen werden. Also wer noch nicht gewählt hat, sollte nicht bis zur letzten Sekunde warten, sondern sich auf den Weg machen. Herr Kollege Dobrindt, das war doch gut, dass ich das schon mal angeregt habe, nicht? Das können Sie selbst entscheiden, aber Sie wissen, was es bedeutet, wenn Sie Ihre Wahl nicht ausgeübt haben. So, nächster Redner ist der Kollege Detlef Seif, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Deutschland befindet sich in einer extrem schwierigen Lage. Dabei macht niemand der Bundesregierung den Vorwurf, dass wir alle im Zuge einer außerordentlichen Solidarität Menschen, die vor einem russischen Angriffskrieg geflohen sind, hier aufgenommen wurden. Wir machen es auch nicht zum Vorwurf, dass der Migrationsdruck insgesamt gestiegen ist. Auf das Konto der Bundesregierung geht es aber, dass viel zu spät und wenn überhaupt, dann viel zu halbherzig gehandelt wird. Meine Damen und Herren, Politik fängt immer mit dem Betrachten der Wirklichkeit an, aber vor allem auch damit, dass man sich die Wirklichkeit dann zu eigen macht und als Maßstab des eigenen Handelns. Wenn ich aber die heutige Debatte wieder sehe, die Debatte, die wir vorhin hatten und von letzter Woche, dann eiern doch die meisten Ampelkollegen herum.
Helge Lind schmeißt hier seine Nebelkerzen und geht in keinem Satz auf irgendeine inhaltliche Lösung, auf irgendeinen Vorschlag ein. Die beiden Konstantins, Konstantin von Notz, Konstantin Kuhle und auch Dirk Wiese, hört sich wunderbar an. Man hat das Problem erkannt, aber man arbeitet nicht an konkreten Lösungen. Und das ist das Problem, bei dem wir im Moment stehen. Die Integrationsfähigkeit unseres Landes ist längst überschritten. Und die Union hat, weil der Kanzler das nicht in die Hand genommen hat, deshalb auch einen Kongress durchgeführt. Besonders eindrucksvoll hat man uns schon vor 6 Monaten die Belastungssituation geschildert. Es sind keine Ressourcen mehr da, um Asylbewerber aufzunehmen. Den Kommunen fehlt es nicht nur an Geld, man kann auch mit Geld zuschütten. Es fehlt an Wohnraum, an Kinderbetreuung, an Lehrkräften, Sozialpädagogen, Jugendsozialmitarbeitern, medizinischem Personal und behördlichen Kapazitäten. Da reicht es nicht, wenn man guten Willen hat. Das fehlt, und die sind nicht mehr in der Lage, das zu bearbeiten. Und meine Damen und Herren, wenn Sie immer dazwischen quatschen, Frau Kador, es ist so, wir tun den Menschen, die zu uns kommen, keinen Gefallen, wenn wir sie in Sammelunterkünfte unterbringen, niemand sich um sie kümmert und sie ein Problem für sich selbst und unsere Gesellschaft werden können. Und das sprechen Sie mit keinem Satz an. Und das Gebot der ersten Stunde, das ist doch zunächst mal, dass man ein Signal entsendet. In der Migration ist Kommunikation unwahrscheinlich wichtig. Wo ist das Signal der Ampel? Wo ist das Signal der Bundesregierung und des Bundeskanzlers in die Welt hinaus? Leute, die Belastungsgrenze ist überschritten. Wir haben nicht mehr die Kapazitäten, um euch aufzunehmen. Lasst euch nicht von Schleppern täuschen. Ihr werdet enttäuscht sein, wenn ihr zu uns kommt. Das ist das erste Gebot, was umgesetzt werden muss. Und das Zweite, Armin Schuster hat vollkommen recht, das ist kein Thema für eine Innenministerin, die sich zwischen Skandalen und einem Wahlkampf bewegt. Und ein Kommentator der FAZ hat doch vollkommen recht, wenn er die aktuellen Vorschläge von Nancy Faeser zu den Grenzkontrollen als Schleierfahndung nach hessischen Wählern bezeichnet. Da ist doch nichts Ernsthaftes dahinter. Ohne eine Notifizierung bei der EU sind stationäre Maßnahmen rechtlich unzulässig und vor allen Dingen auch unwirksam. Und es ist unfassbar, Herr Hartmann, es ist unfassbar, dass Sie die Kommunen finanziell im Brass lassen. Und der Armin Schuster hat das gesagt, ein völlig fatales Signal. Die Kommunen sind die Leidtragenden, sind die, die es umsetzen müssen. Und in dieser Situation, bei zusätzlicher Migration, kürzen Sie die Mittel. Sie sollten sich schämen überhaupt über die Art und Weise, wie man hier vorgeht. Und bei den Verhandlungen zum gemeinsamen europäischen Asylsystem lassen wir uns doch nicht von einem Halbsatz eines Kanzlers täuschen. Diese Bundesregierung hat keine Führungsfunktion in den letzten Monaten auf europäischer Ebene wahrgenommen. Das Einzige, was die kann, ist, Sand ins Getriebe zu streuen. Und wenn der Bundeskanzler das gestern erklärt, dass Deutschland nicht blockieren wird, weder die Krisenverordnung noch das GEAS, dann lassen wir uns überraschen. Aber Deutschland hat bereits jetzt in den Verhandlungen einen großen Schaden herbeigeführt. Wir wissen alle, die redlich sind, es gibt keine einfache Lösung. Wir Union wissen es auch. Und deshalb bedarf es vieler Maßnahmen einer engagierten Politik. Die Union ist bereit, die Regierung zu unterstützen. Deshalb ist das dritte Gebot der Stunde ein Deutschlandpakt Migration. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Bevor Detlef Seifert, komme ich zurück zu dem laufenden Wahlgang. Die Zeit für die Wahlen ist gleich vorbei. Ich frage noch einmal den Saal, ist noch jemand da, der von seinem Wahl, ja, das nützt jetzt nichts. Also müssen Sie jetzt entscheiden. Wir können vielleicht einmal switchen, Frau Kollegin. Ja, das kostet Geld, wenn Sie nicht an der Wahl teilnehmen. Vielleicht kann die nächste Rednerin Dunja Kreiser mit Ihnen tauschen, damit Sie noch wählen können. Ich sehe jetzt Nicken. Noch einmal, der Wahlgang ist gleich beendet. Ist außer der Kollegin Jurisch noch jemand im Saal, der von seinem Wahlrecht keinen Gebrauch gemacht hat? Erkennbar nicht der Fall. Dann warten wir, bis die Kollegin Jurisch ihre Stimme abgegeben hat. Nee, Wahlen. Frau Jurisch, Wahlen.
Sie holen die Grünen ein bisschen durcheinander. Es geht um die Wahl eines Bundestagsvizepräsidenten und eines Mitglieds des parlamentarischen Kontrollgremiums, um das hier nochmal zu klären. Und jetzt wurde hier eben die Rednerliste kurz gewechselt und Dunja Kreiser spricht nun früher als geplant für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, ich glaube, die Kollegin weiß durchaus, dass Wahlen sind. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Union setzt diese aktuelle Migrationspolitik auf die Tagesordnung. Das ist als Opposition natürlich auch ihr gutes Recht, aber mit dem Thema Schweigen des Kanzlers zu titeln, das ist schon ein starkes Stück. Denn zurzeit laufen, und sie sind auch schon fast beendet, die wichtigen Verhandlungen auf EU-Ebene in Brüssel und mit unserer Innenministerin. Und da ist es doch geboten, natürlich vorher sich etwas mehr Zurückhaltung zu verhalten. Denn da können Sie ja natürlich auch mal Ihre ehemalige Bundeskanzlerin Frau Merkel fragen. Da haben Sie ja mittlerweile auch sehr gute Kontakte zu, wie das auf EU-Ebene so läuft. Aber besser ist, Sie schauen einfach mal bei Olaf Scholz und bei Nancy Faeser zu. Denn der Erfolg ist da. Es gab eine Zustimmung zum Krisenmechanismus. Und das steht schwarz auf weiß jetzt in den Nachrichten. Sie, Herr Merz, stellen sich hin und reden von kleinen Paschas, dass Kreuzberg nicht zu Deutschland gehöre, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunalpolitischer Ebene möglich sei. Und dann noch, als ob das nicht schon ausreicht, vom Kurs abzukommen und in die falsche Richtung zu argumentieren. Jetzt ist es auch noch so, dass die Deutschen keinen Zahnarzttermin mehr bekommen, weil die Geflüchteten sich die Zähne machen ließen. Immer drauf auf die Schwächsten, immer auf die Minderheiten, Herr Merz, das ist Ihr Motto. Sie übernehmen keine Verantwortung, Sie schüren Hass und Hetze und sind dabei ganz nah bei Ihren Sitznachbarn. Durch Ihre Parolen kommt kein Geflüchteter weniger, kommt kein Schlepper, wird gefasst und es wird keine Kommune entlastet. Bis jetzt haben wir ja noch nicht viele, viele Ideen von Ihnen gehört. Wir dagegen handeln mit einer aktiven, geordneten Politik, gestalten wir Migration vorausschauend und realistisch durch Schwerpunkt, sage ich mal, Kontrollen, durch mehr Polizeibeamte, durch Schleierfahndung an den Grenzen unmittelbar aktiv und vor allem sind wir auch in Kontakt und in Gespräch mit unseren Nachbarstaaten. Und das haben Sie ja angezweifelt. Das stimmt so gar nicht. Wir machen das. Der erweiterte Familiennachzug kann momentan nicht stattfinden. Durch Rückführung über die Schweiz werden also Geflüchtete wieder zurückgeführt. Rund 1.400 Schleusenbanden sind zuletzt an der tschechischen Grenze hochgenommen worden. Nancy Faeser klärt mit Polen zum Beispiel auch die Fragen der Visavergabe. Die Registrierung läuft mit Free, mit Easy. Das Testsport schafft Transparenz. Also wir tun was und wir entlasten damit zum Beispiel auch die Kommunen. Insbesondere die Flexliebe-Schwerpunktkontrollen sind wichtig. Keiner möchte es, glaube ich, wiederholt erfahren, was 2015 passiert ist. 71 Menschen sind in einem LKW gestorben. Das Grauen direkt vor Augen. Diese Wiederholung wollen wir auf gar keinen Fall. Und deswegen ist es auch wichtig, dass natürlich die Schleierfahndung und die Grenzkontrollen stattfinden. Es geht um den Schutz von Geflüchteten. Es geht eben nicht nur um den Zahnarzttermin. Wer sein Leben riskiert, wer 10.000 Euro oder Dollar angespart hat, um sich in die Hände von Schleppern und Schleusern zu begeben, der ist doch kein Dentalflüchtling. Und Herr Seif, mal ganz ehrlich, Sie haben heute eine Pressemitteilung rausgebracht. Sie reden dann von Migrantinnen und Migranten. Das sind Arbeitnehmerinnen, die bezahlen Krankenkassenbeitrag. Die fahren nicht auf Nullrunden in der Gesundheitspolitik. Meine Damen und Herren, wir bekämpfen Kriminalität, keine Menschen. Denn eine unerlaubte Einreise führt ja nicht automatisch zu einem illegalen Aufenthalt. Für uns Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen ist klar, das individuelle Recht auf Asyl ist eine wichtige humanitäre Errungenschaft und sie steht nicht zur Debatte, insbesondere nicht in den instabilen Zeiten auf unserem Kontinent. Meine Damen und Herren, trotzdem ist wichtig, wir wollen irreguläre Migration begrenzen, denn die Belastungen in den Kommunen sind vielerorts da keine Frage. Auch ich bin ehrenamtliche Bürgermeisterin meines Heimatorts. Ich sehe auch natürlich, was dort los ist. Und ich bedanke mich insbesondere bei Daniela Behrens und auch bei Herrn Schuster für die Darstellung. Denn wir hören zu. Wir wollen natürlich auch in die Lösung gehen. Und wir gehen vor allen Dingen auch in die Lösung. Und die Kommunen bekommen Geld. Ich frage mich bloß, warum es in Bayern nicht ankommt, Herr Dobrindt. Das ist wirklich eine große Frage. Meine Damen und Herren, unser Land braucht legale Einwanderung.
Wir wissen, Fachkräfte fehlen überall, Arbeitskräfte fehlen überall. Bis 2035 lautet die Schätzung, dass eine Lücke von 7 Millionen klaffen wird. Und ein Aspekt dabei, Sie bei dem Spurenwechsel, den Sie hier allen Ärztes ablehnen wollen, angeblich Angebote zur Zuwanderung machen in der Migrationspolitik, das bedeutet das, was bedeutet das für die Menschen? Menschen, die hier Arbeit gefunden haben, Menschen, die hier sind und mit anpacken, die in Ausbildung sind, die wollen Sie nicht. Und Sie kennen die Stichtagregelung ganz genau. Unterschlagen diese allerdings vollkommen, meine Damen und Herren der Union, da kann ich nur den Kopf schütteln, Humanität, Zukunftssicherung durch Fachkräftegewinnung und die Begrenzung der irregulären Migration. Das geht und bestimmt das Handeln unserer Bundesregierung. Vielen Dank, Frau Kollegin Kaiser. Bevor die Kollegin Jurisch endlich das Wort erhält, schließe ich zunächst den noch laufenden Wahlgang und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. Die Ergebnisse der Wahlen werden Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Und nun, liebe Frau Kollegin Dr. Anne-Veruschka Jurisch, FDP-Fraktion, haben Sie das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Aufnahmekapazitäten in unseren Kommunen sind erschöpft. Die Herausforderung, nicht nur über 1 Million Flüchtlinge aus der Ukraine bei uns aufzunehmen, sondern zusätzlich noch ein nicht abreißender Strom von Menschen, Geflüchteten aus anderen Ländern, das ist eine Überforderung. Viele Menschen in unserem Land machen sich deswegen Sorgen und fühlen sich von der Politik nicht richtig gehört und verstanden. Sie wollen von uns allen ein klares Nein, wir schaffen das so nicht hören. Die Menschen erwarten aber vor allem, dass wir in Regierung und Parlament Antworten haben. Und die gibt es. Und zwar gute Antworten und keine heiße Luft und kein Populismus und auch kein Aktivismus. Wir haben in der FDP-Bundestagsfraktion ein Positionspapier verabschiedet, in dem wir in 24 Positionen konkrete und vor allem auch umsetzbare Vorschläge machen. Ich komme darauf zu sprechen. Mich ärgert es aber schon, wenn in einigen Debattenbeiträgen so getan wird und suggeriert wird, als ob diese Regierungskoalition nichts tun würde. Ja, ich wünsche mir auch, dass manches schneller geht. Ich komme noch darauf. Aber ich muss Sie schon fragen, welche Instrumente aus Ihrer Regierungszeit haben wir jetzt in unseren Händen, die uns jetzt weiterhelfen würden? Wo sind die? Jetzt geht es darum, in der Migration Klarheit und Ordnung herzustellen. Wir von der FDP machen Vorschläge, die auch umsetzbar sind und im Einklang mit dem Rechtsstaat und der Menschlichkeit sind, die in der Summe auch zu einer spürbaren Entlastung der Kommunen führen. Verbalen Aktionismus sollten wir uns dagegen ersparen. Dafür ist die Debatte zu ernst. Es geht um Menschen, und die Herausforderungen sind zu komplex. Das, was schon längst vereinbart ist, muss jetzt endlich umgesetzt werden. Da erwarte ich, dass alle mitziehen. Ich bin froh, dass die Reform von GEAS nicht blockiert wird von Deutschland. Das ist gut, das ist wichtig. Es ist eine Paketlösung, die die Interessen von allen widerspiegelt. Das ist gut. Georgien und Moldau zu sicheren Herkunftsstaaten erklären, das muss jetzt schnell kommen. Das darf jetzt nicht weiter ausgebremst werden. Wir haben da unterschriftsreife Migrationsabkommen. Das muss jetzt kommen. Das Thema Rückführung muss beschleunigt und vereinfacht werden. Wir haben das schon im Mai vereinbart, dass wir den Ausreisegewahrsam verlängern und die Arbeit der Vollzugsbehörden beschleunigen und effektiver und erleichtern wollen. Der Gesetzgebungsprozess muss hier schleunigst jetzt beginnen. Wichtig ist aber auch, dass sich die Länder bewegen und das machen, was schon längst möglich ist. Und das wäre dann auch der Beitrag zu Ihrem Deutschlandpakt, liebe Union. Hier können Sie direkt starten und handeln. Sorgen Sie in den Ländern für genügend Personal in den Ausländerbehörden und auch in den Jugendämtern. Das Thema Abschiebung, das ist Ländersache vor allem. Das muss konsequent gemacht werden, und die Länder müssen auch genügend Ausreisegewahrsamsplätze vorhalten. Zum Thema Sachleistung hat mein Kollege Konstantin Kuhle schon gesprochen. Das ist schon längst möglich. Wenn Sie das fordern, machen Sie es bitte. Wir von der FDP schlagen Bezahlkarten vor. Das erreicht den gleichen Zweck, ist aber deutlich effizienter und effektiver. Es kann und muss jetzt aber auch noch mehr gemacht werden, um die Kommunen auf Dauer und längerfristig zu entlasten. Entscheidend muss ja sein, den Zuzug
von Menschen ohne individuellen Schutzanspruch zu reduzieren. Es kommen zu viele Menschen zu uns, die keinen individuellen Schutzanspruch haben, die am Ende wieder ausreisepflichtig sind. Was kann da gemacht werden? Ursula von der Leyen muss die EU-Türkei-Erklärung erneuern, und zwar rechtsstaat- und grundrechtssicher und auch transparent im Verfahren. Das Thema Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte, das ist gut, dass das jetzt im Moment auf Eis gelegt ist. Hier muss jetzt Realismus walten, das versteht sonst kein Mensch mehr. Drittens, wir sollten auch gemeinsam Konzepte erarbeiten, ob und wie Asylanträge auch in Drittstaaten gestellt werden können. Das steht so im Koalitionsvertrag. Diesem komplexen Projekt sollten wir uns schnellstmöglich widmen. Wir von der FDP haben jetzt noch zusätzliche, vernünftige, umsetzbare Vorschläge geliefert. Was jetzt zählt, ist Handeln und der richtige Zungenschlag. Denn daran werden wir und auch die Politik im Allgemeinen gemessen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. An Veruschka Jurisch war das für die FDP. Wir kommen nun zu Philipp Amthor, der fachpolitische Sprecher für Staatsorganisation und Staatsmodernisierung der Unionsfraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich stelle in dieser Debatte zumindest fest, unter den Kollegen der Ampelkoalition ist die Bereitschaft zu konstruktivem Dialog mit der Opposition unterschiedlich stark ausgeprägt. Und es wäre gut, wenn sich viele von Ihnen, anstatt sich hier mit Twitter zu beschäftigen, sich mit der Lebensrealität beschäftigen würden und sich ein Beispiel an konstruktiven Beiträgen wie von der Kollegin Jurisch nehmen würden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn uns geht es schon darum, und ich will das in der Ernsthaftigkeit auch sagen, wir haben diese Debatte heute auch aufgesetzt, um Ihnen die Hand zu reichen, um Ihnen ein realistisches Lagebild zu geben, so wie es Kollege Armin Schuster, der Staatsminister aus Sachsen, vorgetragen hat, so wie es Ihre eigene Innenministerin aus Niedersachsen vorgetragen hat. Und statt hier sich im politischen Klein-Klein zu verlieren, lösen Sie die Probleme in diesem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vor 22 Tagen hat der Bundeskanzler den Deutschlandpakt in den Raum gestellt. Und Alexander Dobrindt hat es richtig gesagt. Was ist seitdem passiert? Nichts, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir fragen uns, wann hört das eigentlich auf, das Scholzing? Großes Ankündigen, nichts liefern. Und da muss ich Ihnen sagen, das ist der falsche Umgang, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir fragen uns zu Recht, schweigt der Bundeskanzler oder hat er einfach nur vergessen zu reden, liebe Kolleginnen und Kollegen? Und ich muss traurig feststellen, das Einzige, das bei Ihnen seit dieser Erklärung des Deutschlandpakts wirklich Tempo aufgenommen hat, das Einzige, was Tempo aufgenommen hat, ist der Vertrauensverlust in diese Regierung und ist der zunehmende Vertrauensverlust in das Asylrecht. Und das ist nicht nur Ihr Problem, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und Sie gefährden die Akzeptanz des Asylrechts. Ändern Sie das, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Ihre Antworten, die sind im Moment Ankündigen statt Taten, Streitereien statt Handlungsfähigkeit. Und es ist in der Tat so, es ist bei Ankündigungen geblieben. Ich habe Ihnen das vorhin erzählt. Nancy Faeser, wir haben das gern gehört. Migrationspolitik stärker kontrollieren, Grenzkontrollen, das alles hat sich entpuppt als das Märchen von Nancy Faeser und den Grenzkontrollen. Von diesen Ankündigungen war nichts übrig. Und wir sehen auch jetzt in dieser Debatte, wo die Innenministerin gefragt wäre, ist sie jetzt zurzeit in Brüssel, das ist richtig. Aber morgen, wo wir es gewollt hätten, dass man hier miteinander debattiert, dass die Innenministerin mal den Weg vorgibt für die nächsten Wochen, was ist da die Devise von Nancy Faeser? Palermo statt Plenum. Das ist das Problem. Bruschetta auf der Abschiedstournee in Südeuropa. Und das ist etwas, das uns stört. Wir wollen hier, dass die Ministerin Handlungsfähigkeit zeigt. Und ich kann mich nur den Worten, den eindringenden Worten von Armin Schuster anschließen. Nancy Faeser scheint nicht mehr in der Lage zu sein, dieses Thema zu lösen. Deshalb ist das richtig, was Armin Schuster gesagt hat. Der Bundeskanzler muss die Migrationskrise endlich zur Chefsache machen, meine Damen und Herren. Und
zur Chefsache machen, heißt dann auch, tatsächlich Entscheidungsbereitschaft an den Tag zu legen. Wir lesen in den Medien von einem Machtwort des Bundeskanzlers. Dieses Machtwort des Bundeskanzlers ist bei Lichte betrachtet, aber eher ein Offenbarungseid der Handlungsunfähigkeit gewesen. Denn wir müssen sagen, ja, er hat jetzt dafür gesorgt, dass Deutschland nun diesem Kompromiss zustimmt in Brüssel. Das ist besser, als wenn man ihn abgelehnt hätte. Aber geben Sie sich nicht der Illusion hin, dass die Beschlüsse in Brüssel die Probleme aktuell und kurzfristig lösen würden, meine Damen und Herren. Die Kommunen, die brauchen kurzfristige Lösungen, die brauchen jetzt Handlung, die brauchen einen Stopp von Sofortaufnahmeprogrammen, die brauchen Grenzkontrollen und die brauchen nicht irgendwelche fernen Luftschlösser in Europa. Jetzt ist Handeln gefordert und nur mit der Überschrift des Machtworts löst sich kein Problem in diesem Land, meine Damen und Herren. Und deswegen sage ich nochmals, es braucht ein Bündel an Maßnahmen. Es braucht einen radikalen Kurswechsel. Und wir stehen dafür ernsthaft zur Verfügung. Wir haben die Bereitschaft dazu, aber es setzt bei Ihnen eine Bereitschaft voraus. Wenn Sie die Akzeptanz des Asylrechts in diesem Land sichern wollen, dann müssen Sie raus aus Ihrer linken und ideologischen Ecke und rein in eine Bereitschaft zum Dialog mit der Union. Wir stehen dazu zur Verfügung. Kommen Sie raus aus Ihrer ideologischen Ecke, meine Damen und Herren. Vielen Dank, fordert Philipp Amthor. Und damit kommen wir hier zum letzten Redner in dieser aktuellen Stunde zum Deutschlandpakt und zum Stopp der irregulären Migration. Am 6. September hatte Kanzler Olaf Scholz ja den Deutschlandpakt vorgeschlagen. Sebastian Hartmann nun für die SPD-Fraktion. In dieser Debatte den Titel der aktuellen Stunde auch mal zu benennen. Er hieß Schweigen des Bundeskanzlers. Wissen Sie, wer am besten geschwiegen hätte? Friedrich Merz. Weil Sie, Herr Amthor, in dieser Debatte nur zur Spaltung dabei tragen. Und wenn Sie davon sprechen, dass Sie die Hand reichen, dann reichen Sie sie, um sie ins Gesicht zu schlagen. Und das funktioniert in dieser Debatte nicht. Jegliche Ernsthaftigkeit in dieser Debatte ist von Ihnen in jedem einzelnen Beitrag widerlegt worden. Und das ist plumper Populismus, den Sie hier an den Tag legen. Sie haben mir in der letzten Rede, und Ihre Rede hatte gewisse Ähnlichkeiten zu der vergangenen Woche, vorgeworfen, dass wir immer wieder auf die 16 Jahre unionsgeführte Regierung zurückkommen und darauf hinweisen, dass Sie am Ende abgewählt worden sind, nicht zuletzt von der Integrations- und Innenpolitik Angela Merkels und Horst Seehofer. Und darum wollen wir uns an dem orientieren, was Sie zurzeit als Verantwortung tragen. Dann gehen wir mal auf Ursula von der Leyen ein, die als Kommissionspräsidentin auf Vorschlag von Angela Merkel auf europäischer Ebene Verantwortung trägt. Im Februar diesen Jahres 2023 schlug sie nämlich einen 4-Punkte-Plan gegen irreguläre Migration vor, ohne jede Wirkung. Im September reist sie nach Lampedusa, nachdem es unerträgliche Bilder gab, nachdem es Europa nicht in den Griff bekommen hat, und schlägt einen 10-Punkte-Plan gegen irreguläre Migration vor. Und der nächste Punkt ist, das erinnert in einem Fort an das, was Sie als Union machen. Das erinnert an die 63 Punkte der Union zur Migrationspolitik von Horst Seehofer, die er nur genutzt hat, um mit Angela Merkel abzurechnen. Und ich sage Ihnen, hören Sie mit der Abrechnung Ihrer Vergangenheit mit Angela Merkel auf und versuchen Sie, am konstruktiven Zusammenarbeiten zu kommen. Und wenn wir über Ihre Vorschläge sprechen, dann ist keiner der Vorschläge, den Sie durch die Gazetten getrieben haben, überhaupt in diesen Papieren enthalten. Wo ist denn die spanische und freische Diskussion um die Abschaffung des Asylrechts und Ersetzung des Kontingents? Es ist nicht in Ihrem Plan enthalten. Friedrich Merz, der mir den Rücken zuwendet, schlägt gestern Abend fast den Boden aus und allen Zahnärzten in Deutschland ins Gesicht, wenn er irgendwo von Dentalflüchtlingen spricht, die nur nach Deutschland kommen und die wunderbare Chance nutzen, dass sie offensichtlich ihre Heimat aus Flucht- und Asylgründen verlassen müssen, um sich in Deutschland die Zähne zu machen. Das ist AfD pur, meine Damen und Herren von der CDU. Und es ist vollkommen korrekt, und da gebe ich der Union ausnahmsweise recht, die jetzt wirklich, wirklich belastende Situation ist nicht zu vergleichen mit der Situation 2015, 2016. Aber zur Wahrheit gehört, dass zu Zeiten von Angela Merkel nicht über 200.000 Menschen gekommen sind, sondern 2016 in diesem Land 722.000 Asylanträge gestellt worden sind.
Und damit sind Sie auf die Zahlengrößen eingegangen. Was haben wir getan, was Sie niemals geschafft haben? Es geht nicht um die sichere Herkunftsstaaten, die man einschafft. Das ist eine einfache Verfahrensweise. Das, was wir aber als Ampel machen, ist, dass wir dazu Migrationsabkommen schließen, dass die Staaten auch ihre abgelehnten Asylbewerber endlich zurücknehmen. Das hat nämlich Horst Seehofer und Angela Merkel niemals hinbekommen. Und Ursula von der Leyen hat es auch nicht hinbekommen. Was Ursula von der Leyen allerdings gemacht hat, ist, sie fährt nach Tunesien und will einen Pakt über Migrationsabkommen schließen. Das Ergebnis ist, dass noch nie so viele Menschen wie jemals zuvor über diese extrem unsichere, lebensgefährliche Route über das Mittelmeer gekommen sind. Und Ursula von der Leyen von der CDU hat nicht Deutschland mitgenommen, nicht Frankreich mitgenommen. Sie hat offenbar vergessen, wo sie herkommt. Sie hat Italien und die Niederlande mitgekommen. Und das ist das gescheiterte Experiment auf der Ebene der EU. Die Union hat es nicht im Griff. Sie hat es auf deutscher Ebene nicht im Griff. Deswegen ist sie abgewählt worden. Sie hat es auf europäischer Ebene nicht im Griff. Und Sie streuen mit diesen Debatten den Deutschen Sand in die Augen. Und das Einzige, was Sie mit dieser Debatte voranbringen, ist, dass Sie den rechten Teil im Plenum stärken, weil Sie wortwörtlich die AfD-Parolen wiederholen, die eindeutig widerlegt sind, auch wenn Herr Merz mir weiter den Rücken zuwendet. Das, was gestern gelaufen ist mit den Dentalflüchtlingen, ist 1:1 das AfD-Wording. Und in diesen Stunden wird auf europäischer Ebene gehandelt. Alle Abschnitte des europäischen gemeinsamen Asylsystems werden zusammen verhandelt, neu gestartet. Wir schaffen den Neustart des europäischen Asylsystems, weil wir wollen mehrere Dinge. Wir wollen die irreguläre Migration reduzieren, möglichst auf null, weil es hier auch um Menschenleben geht. Wir wollen es schaffen, dass die legale Migration auch begrenzt wird. Ja, auch begrenzt wird, indem wir endlich zu einer fairen Verteilung in ganz Europa kommen. Es wäre ein Treppenwitz der Geschichte, wenn 448 Millionen Europäerinnen und Europäer es nicht schaffen würden, 1 Million Geflüchtete aufzunehmen. Und das ist der Unterschied. Und der letzte Punkt, den wir auch geschafft haben, ist ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was die Union auch nicht auf die Kette bekommen hat. Vielen Dank. Damit beende ich die Aktuelle Stunde. Das war also hier die Aktuelle Stunde, wobei natürlich die Migration auch in Zukunft hier noch ein Thema sein wird.